Die aktuelle Arbeitsmarktsituation in Salzburg präsentiert sich sonnig durchwachsen. Was unternimmt das Land Salzburg, um seine gute Position auch unter schwierigen Rahmenbedingungen weiter zu behaupten? Also mein wichtigstes Anliegen ist Qualifikation. Ich will jedem Menschen, der bei uns arbeitslos ist, eine Chance geben, durch einen Schulabschluss, der unbedingt notwendig ist, durch eine neue Ausbildung, durch eine völlig neue Orientierung mit einer ganz neuen Lehre oder auch einer sonstigen Ausbildung am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Auch wenn wir unter 10.000 arbeitslosen Menschen im Land haben, finde ich, dass die trotzdem unser Bemühen brauchen, eine Chance zu kriegen. Ganz wichtig sind wir die Jungen. Also ich möchte nicht, dass jemand bei uns die Schule verlässt nach Absolvieren der Schulpflicht und keine Perspektive hat. Ich will, dass jeder junge Mensch entweder eine Ausbildung macht oder eine Lehrstelle hat.